Hallo, hier ist Robert von Blue Dragon. Heute habe ich mal den Pierre hier zu meiner Seite. Der wird mir heute bei einem Tutorial helfen. Und was wir euch zeigen wollen, ist die Wachsamkeitsstellung. Ganz einfach deswegen, weil wir gemerkt haben, dass einige von euch sehr viele Probleme haben, was die Wachsamkeitsstellung angeht. Und schaut euch mal an, was wir euch hier erklären möchten. Warum ist es denn nun so wichtig, die Wachsamkeitsstellung exakt einzuhalten? Die Wachsamkeitsstellung ist die Ausgangsposition für all unsere Techniken, die wir im Jiu-Jitsu haben. Ob das nun Angriffs-, Verteidigungs- oder Bewegungstechniken sind, spielt heute erstmal keine Rolle, denn wir möchten uns lediglich auf die Wachsamkeitsstellung als solches konzentrieren. Wenn wir also schon kleine Fehler in unserer Wachsamkeitsstellung haben, kann sich das nachteilig für uns auswirken. So kann es sein, dass wir zum Beispiel das Gleichgewicht korrigieren müssen oder dass wir unsere Arme zu ungewollten Abwehrbewegungen benutzen. Das können wir aber alles vermeiden, indem wir exakt darauf achten, wie wir uns positionieren. Wie die exakte Wachsamkeitsstellung jetzt aussieht, wird uns Pierre einmal zeigen. Ich möchte euch jetzt an Pierre den Sinn der Wachsamkeitsstellung näher bringen und gleichzeitig auch häufige Fehler aufzeigen. Diese werden dann immer hier unten in kleinen Fenstern extra eingeblendet. Generell ist erstmal zu sagen, dass die Wachsamkeitsstellung mit der starken Körperseite vorn ist. Bei Pierre ist das in diesem Fall die rechte Körperseite. Beginnen wir nun mit dem Kopf und den Schultern. Oft sehen wir, dass viele die Schultern locker herunterhängen lassen, die Schultern zu parallel und oder den Kopf in seiner natürlichen Haltung gerade ausrichten. Die Schultern dienen aber speziell dem Schutz des Kinns. Durch Absenken des Blickes und der seitlichen Ausrichtung des Körpers kann Pierre sein Kinn so regelrecht verstecken. Dadurch sparen wir uns spätere Blocktechniken und können uns auf den Konterangriff konzentrieren. Als nächstes möchten wir euch nun die Haltung der Arme und der Ellbogen etwas näher erklären, denn auch hier sehen wir öfters Fehler. Oft sehen wir hier, dass die Ellbogen entweder zu nah am oder zu weit vom Körper gehalten werden. Das gleiche mit den Fäusten. Oftmals werden diese zu weit unten bzw. zu weit oben positioniert. Sind die Ellbogen jedoch nicht korrekt positioniert, bieten sich dem Angreifer Lücken und wir verfallen wieder in ungewollte Bewegungsmuster, weil der Kopf uns einfach sagt, schütz dich. Bei den Fäusten wird dies noch gravierender, denn schließlich brauchen wir die Fäuste nicht nur zur Deckung, sondern wir wollen ja vorwiegend Gegenangriffe damit starten. Die vordere Hand ist unsere Hauptangriffshand. Sie zeigt direkt zum Kinn des Gegners. Oftmals sehen wir die aber zu weit unten bzw. zu weit oben und somit kann kein direkter Schlag ausgeführt werden, da zum Angriff der Arm vorerst angehoben oder gesenkt werden muss und dieses wiederum wird vom Angreifer wahrgenommen. Die hintere Hand wird vorrangig für Blocktechniken benutzt. Sie wird mittig zwischen vorderer Hand und dem Kinn positioniert. Hier fällt uns oft auf, dass die hintere Hand auch zu hoch oder zu niedrig gehalten wird. Hier ergibt sich aber der Nachteil, dass durch die vordere Hand der Weg der hinteren Hand versperrt wird oder die hintere Hand ist zu nah am Kopf. Wenn der Angreifer hier jedoch einen Treffer landet, spielt es keine Rolle, ob die Hand da ist oder nicht, der Treffer hat Wirkung. Bevor wir jetzt mit den Beinen weitermachen, möchten wir euch noch kurz ein paar Beispiele aus der Anwendung zeigen. Bei den Beinen möchten wir mit den Abständen der Füße zueinander beginnen. Die häufigsten Fehler hier sind, dass die Beine in einer Linie hintereinander positioniert sind oder die Schrittlänge zu gering ist. Beides beeinträchtigt die Balance negativ. Grundsätzlich ist aber zu beachten, dass das Gewicht auf beide Beine gleichmäßig, das heißt 50:50 aufgeteilt ist. Zur besseren Orientierung haben wir einen Stab als imaginäre Körpermitte auf den Boden gelegt. Der vordere Fuß befindet sich mit der Spitze an der Mittellinie. Er ist in einem Winkel von 25 bis 30 Grad eingedreht. Der hintere Fuß ist im Bereich des hinteren Drittel bis maximal zur Hacke an der Mittellinie. Er wird ebenfalls eingedreht. Der Winkel ist hier jedoch größer, etwa 45 bis 50 Grad. Die Besonderheit ist, dass beim hinteren Fuß die Hacke angehoben wird. Ähnlich wie bei einem 100-Meter-Sprinter
dient diese dazu, dass man so schneller nach vorne starten kann. Die Schrittlänge sollte mindestens schulterbreit sein, allerdings auch nicht viel größer wie der äußere Schulterabstand. Zum einen ist dies für die Balance wichtig, zum anderen macht uns eine zu große Schrittlänge träge bzw. können wir uns nicht mehr mit ausreichend großen Schritten vorwärts oder rückwärts bewegen. Durch das Eindrehen des vorderen Fußes wird das Knie automatisch mit eingedreht. Dies hat zur Folge, dass das Knie im Falle eines Angriffs besser geschützt ist bzw. dass die Verletzung nicht so gravierend ist, als wäre das Knie frontal ausgerichtet. Indem die Knie leicht gebeugt sind, erhöht man ebenfalls nochmals die Standfestigkeit, demzufolge auch die Balance. Dies ist zu vergleichen, wie wenn man ein Auto tiefer legt. Das Gewicht wird im Tiefpunkt nach unten gebracht. So, das war unser kleines Tutorial. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht uns anzuschreiben. Auch beim Training könnt ihr natürlich fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss sagen, Robert und Pierre.